Ich wollte mal schauen, ein anderes Baurezept. Beete- und Felderblock. Gucke ich mal, ob ich das zusammenkriege. Müsste jetzt eigentlich auch schon gehen. Ich habe eigentlich ganz schön viel gesammelt an Kram. Gesammelt mit Zahnlücke ist geil. Dann brauchen wir noch hier den... Was ist das eigentlich? Lehmboden. Ja, dann ist das doch schon richtig. Ich nenne das Clay oder Lehm. Ja gut, guck mal. Ich habe alles zusammen. Wir bauen Beete- und Felderblöcke. Und zwar so viel, wie wir können. 4 Stück, das ist nicht viel, aber... Jeder Farmer fängt irgendwann mal an. Ja, das wird dauern. Wie viel dauert das? Eine Minute 12 Sekunden. Dann kann ich schon mal schauen, was ich aussehen möchte. Also wie ich aussehen möchte. So wie ich aussehe, mag ich mich eigentlich nicht. Weißt du, ich nehme einfach mal ein paar interessante Sachen mit. So, das sind schon 3. Und dann nehme ich noch... ich mache zwar keinen Kaffee, aber... Komm, tun wir mal so, als wäre ich voll... im Realleben bin ich ja voll der Kaffeetrinker, aber komischerweise hier im Spiel... Ich weiß, stellt irgendwie Wärme her. Alter, ich komme hier nicht. Ja, so kann man das auch machen. Okay, dann springe ich halt an der Seite runter. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht auch über die Balustrade dann springt. Erst 2.20 Uhr. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zombifiziert werde, wollte ich gerade sagen. Ja, kommt noch einer. Wo sind die anderen? Da, okay. Ja, okay. Ich setze die hier an die Seite. Oh, ich sollte gleich auch mal die Errungenschaften... irgendwo muss doch noch einer sein. Ach da, ja. So, dann holen wir mal die ersten Samen. Ich übertreibe das extra mit dem Lispeln. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, wird mir das sehr bewusst. Also mit der Zahnlücke und so weiter. So, das ist meine Pflanzung. Wir haben Yucca, Yucca-Palmen, Aloe Vera und Kaffee. Mit Yucca kann man schöne Getränke machen. Habe ich noch nie gemacht. Aloe Vera-Samen, Aloe Vera kann man mit Heilmittel herstellen. Seltsamerweise. Sind die Fässer hier leer? Ach, ich sollte erstmal die Errungenschaften machen. Also die Herausforderungen, genau. Herausforderungen heißt das. Die Garagen da... schon entdeckt worden von was? Nicht nur einer. Fick die Henne. Alter. Ja, warum sollte man das tun? Das tut dem Amt hier doch weh. Oh, der leuchtet. Der leuchtet. Wow. Wow. Scheiße, festgehängt. Ich muss rennen, ich muss rennen. Lauf hoch. Wow, ich bin betäubt. Habe ich ihn gekillt? Ich habe ihn gekillt. So, wo ist der andere Drecksack? Oder habe ich den auch weggemacht? Da ist er. Ah. Digga, da will man nur mal ein bisschen chillen und dann passiert sowas. ich habe nicht viel abgekriegt, ne? Nö. Nur eine Platzwunde, Fleischwunde, Streifschuss, hast du nicht gesehen. Alter, ich habe auch gar nicht dran gedacht, dass es noch so gefährlich ist draußen. Da sind meine Eier, die sind jetzt voll gekocht, Digga. So. Warum habe ich denn noch ein ungekochtes Ei auf Tasche? Puh, jetzt bin ich aber mal wieder... Jetzt habe ich wieder Puls, Digga. So. Vergrottetes Fleisch. Ich habe verrottetes Fleisch in meiner Tasche. Ist das nicht schön? Ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn für eine Scheiße? Dabei sind das die Vorräte, die ich holen soll. Also, dann kümmern wir uns doch mal um die Herausforderungen. Bin ich noch in der High-Tier-Stufe. Alter Schwede. Guck mal, die ganzen Heimstätten habe ich fast. Also hier einmal der Gebietsschutzblock. Der Schlafsack.
Baublöcke fertigen, Baublöcke platzieren, Blöcke aufwerten, zu Pflasterstein aufwerten. Dann haben wir hier Fertigkeitspunkte verteilen, das habe ich erst später gemacht, Lagerfeuer platzieren, verkohltes Fleisch, fertige verkohltes Fleisch, ist etwas verkohltes Fleisch. Ach ja, da ist ja auch noch eine Herausforderung, die so blöd ist, Tausammler platzieren und Beetefeldern und Feldern, was? Fertigung, Gegenstände zerlegen, super, sammle Pflasterstein, sammle Kunststoffe, sammle verrottetes Fleisch. Alter, es geht gut ab. Ich zeige euch mal die blödeste Herausforderung überhaupt, nämlich aus Wasserquelle trinken. Wasser ist ein Faktor, der die Regeneration von Gesundheit und Ausdauer bestimmt. Trinke trübes Wasser, indem du dein Fadenkreuz mit leeren Händen darüber bewegst und die Maustaste 5 drückst. Also bei euch ist das eh. Ich habe meine Mausbelegung für alle Spiele, also soweit das geht. Wenn die Aufforderung erscheint, wie auch beim Trinken von trübem Wasser aus deinem Inventar besteht ein Risiko an Ruhe zu erkranken. Also Dünnschiss. Also ich muss das Risiko eingehen, Dünnschiss zu kriegen, um diese letzte Herausforderung hier im Bereich Überleben hinzukriegen. Kann ich denn schon wieder Punkte vergeben? Ja, einen Punkt kann ich vergeben und ich weiß auch noch, wo ich den hin machen will, nämlich in. Wir hatten ja hier letztes Mal Bogenschießen aufgewertet. Parkour. Also nicht du, sondern der Rektum da drüben, der labert da wieder durch seine dämliche Lautsprecheranlage. Ich bin froh, wenn ich hier aus diesem Bereich raus bin. Wirst später wissen, was das heißt. Parkour, ne? Spezialisiere dich auf akrobatische Fortbewegungen, gelange überall hin, egal wie hoch oder tief. Ist eine wichtige Angelegenheit, also aus verschiedenen Gründen. Ihr habt schon gesehen, einige Sachen. Akrobatik-Anfänger, du beherrschst ein paar Tricks, meistens fällst du aber auf die Nase oder auf den Arsch. Erhöht die sichere Fallhöhe um 1 Meter und verringert die Ausdauerkosten von Sprüngen um 10%. Ich muss mal gucken, wie viel. Das könnt ihr jetzt ruhig in die Kommentare schreiben. Wie viel Blöcke ist 1 Meter in diesem Spiel? Da könnt ihr mal sehen, ich bin niemand, der Wiki inhaliert. Ich finde, Wiki inhalieren nimmt den Spaß an der Freude. So, dann mal gucken. Inventar ist eigentlich soweit aufgeräumt. Dann kann ich mal hier rüber gehen in die führen Arschtruhe und einfach mal das, wo ich jetzt weiß, dass ich es verkaufen kann, mitnehmen. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher über die Sehne, aber die kann man ja wieder rausnehmen aus dem Bogen und deswegen ist es eigentlich nicht so schlimm. So, da werden nur 100 von verkauft, das ist klar. Ja, ich springe jetzt immer hier so. Irgendwann muss ich da nicht doch. Digga, oh, hast du gesehen, ich bin da beinahe runtergeschlichen. Siehst du das, wenn man da nicht an die Seite kommt, auf diese komischen Streben. Alter, habe ich mich erschreckt. Fast wie vor dem Zombie vorhin. Naja, das ist schon eine andere Hausnummer. Also wenn ich diese mit den orangen Augen sehe, wie gesagt, die sind schneller. Ich glaube, sie sind nachts auch schneller als, aber am Tag eben auch. Und sie sind höllisch stark, also richten Schaden an und haben reichlich Gesundheit. Ich kann ein totes Wesen Gesundheit haben. If you break it, you buy it. If you talk shit, I smash your face. Didn't we agree your first job was gonna be free? Damn. Do you all I can spare? Do you want to be a poet? You fat bitch. Also Kneipenschläger Randbein 2 ist eigentlich verlockend. 9 mm Munition. Weißt du, ich nehme mal diese hier. Das ist die Maschinenpistolen-Munition. Maschinengewehr. Nicht Maschinenpistole ist das. Munition. Hallo Freund, wie kann ich. Der sieht auch kacke aus, der Junge. Und das sagt einer, der kacke aussieht. Beseitige Zombies 42,2 Meter, das muss ja gleich nebenan sein. Machen wir. I got some shit work, Ruth. Can't say I'm not surprised. You hungry or something? Nimm das. Nimm das. Nimm das. Hier mit den Dollaris kann man eigentlich gut Geld verdienen, habe ich festgestellt. So, ich gehe jetzt nicht nochmal nach oben, um den Kram wegzubringen. This should do it. Ich guck mal, was für Bücher er hat. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Hat er vielleicht hier Forge Ahead? Hat er
Weißt du, nehme ich, weil ich warte auf ein bestimmtes Teil und die Profis hier, die solche Profis sind wie ich, die werden es wissen. Man muss aber auch aufpassen, hier ist so ein kleines Symbol, um so ein Buchsymbol. Wenn das schon offen ist, hast du ja schon gelesen, dann ergibt das keinen Sinn, das nochmal zu kaufen. Könnte ich jetzt allerdings sowieso nicht. Deswegen kaufe ich alle drei Ausgaben von Home Cooking Weekly. Kann man nie genug von haben. Herausforderung, kaufe Gegenstände von Händlern, das ist abgeschlossen. Refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Beat it, fucker, beat it, fucker, 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 fucker. Fick dich und halt's Maul, Onkel Ficker. Wer kennt das? Schreib's in die Kommentare, wenn du weißt. Ah, Pass and Gas. Auf so einem Ding habe ich oben meine erste. Guck mal, hier ist das Pass and Gas Store Nummer 8 und da habt ihr gesehen. Warte mal, ich gehe nochmal raus. Vielleicht zeige ich das nochmal an. Da seht ihr einen roten Totenkopf. Nö, jetzt zeigt das nicht mehr an. So, wir starten die Queste. Ah, kann ich die Zapfsäule, kann ich gleich noch ein bisschen mehr von dem Zeug rausholen, wo ich sowieso schon 60 von auf den Knochen habe. Das ist eine kleine Location. Nee, hier oben auf dem Dach. Als ich meine ersten Schritte in Seven Days to Die gemacht habe, ich bin ein bisschen nervös. Moment. Erstmal. Als ich meine ersten Schritte in Seven Days to Die gemacht habe, da draußen läuft ein Reh. In den Arsch. Nee, ich habe ihn voll in die Eier geschossen. Shooting Guys in the Dick. Aus der gleichen kulturellen Quelle stammt auch Shooting Guys in the Dick. Oh, bin ich gut, Digga. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Darkwing Fucker. Ja, da konnte ich jetzt nicht die Pfeile rausholen. Ich loote ruhig schon mal. Wässerchen. Ja. An welchem Tag bin ich jetzt eigentlich? Tag 4. Nee, auch die Horde mag ich deswegen auch nicht so, weil man so unfucking glaublich viel Zeit damit verwendet, sich auf die Horde vorzubereiten. Genügend Money. Genügend Medi. Genügend, ja, bauen dann irgendwie so eine Horde Base irgendwie halbwegs. An der Horde Base ist bisher gescheitert, dass ich jemals eine Hordennacht überlebt habe. Gebe ich zu. Nee, eigentlich doch. Ich habe eine Hordennacht überlebt und zwar mit Weglaufen. War aber verdammter Stress. Und ich war hinterher ein nervliches Wrack. Jetzt übertreibe ich ausnahmsweise mal nicht. Hier könnte ein Hundi sein, glaube ich. Weil da hinten eine Hundehütte ist. Und ich sag euch, vor Hundis habe ich höchsten Respekt. Und vor Rehen. Hallo. Na endlich mal. Ich meine... Oh. Na du, war das dein Reh? Wo läufst du denn hin? Der wollte das Reh fressen, das war das Ding. Die fressen nämlich das Wildbret. Da knurrt noch einer. Nee, das war ja auch noch nicht alles. So! Was ist übrigens ein Tallerhuhn? Kann mir das mal jemand erklären? Ich weiß es natürlich, was es ist, was es bedeuten soll, aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen provozieren. Ah, nein, nicht doch. Ich wusste nicht, dass die daneben schläft. Die schläft hier neben dem Dumpster, Digga. Ja, so siehst du auch aus. Bleib liegen ist besser für dich. Ich habe gesagt, du sollst liegen bleiben. Alter, voll in die Hupen, Entschuldigung, aber das muss... Das.
Ist das eigentlich im Realleben? Ich kämpfe ja nicht so gerne. Also ich mache ich mache nicht gerne im realen Leben irgendwelche kämpferischen Aktionen. Ist das eigentlich wirklich so, dass man so oft aus Versehen oder auch mit Absicht dem Gegner in die primären oder sekundären Geschlechtsteile haut? Ich kenne diesen Spaß hier und deswegen bereite ich hier schon mal was vor. Da unten in dieser Kuhle, diese Dinger hier, nämlich die klappen sich runter, wenn man drauf läuft. Und das ist ganz unangenehm. Da passieren ganz unangenehme Sachen. Da unten sind nämlich Halbis, zwei Halbis. Da ist eine Klappe. Und da kann man theoretisch runtergehen. Was sich allerdings nur wenig empfiehlt, würde ich sagen. Deswegen geht man her und erledigt das lieber mit Elbogo. Halbis können komischerweise keine Leitern steigen, außer sie stacken sich aufeinander. Das war wirklich ganz gespannt. Ich bin ein bisschen nervös. Guck mal, der kriecht auf seinem Kollegen rum. Also ich wäre auch sauer, wenn ich keinen Schwanz hätte. Denen ist ja sozusagen die ganze Freude abhanden gekommen. So, der Laden ist sauber. Wir gehen runter, holen uns unsere Pfeile, wenn möglich, wieder. Die haben sich ganz doll lieb. So. Woher ich das hier weiß? Ja, hier bin ich schon mal reingefallen. Das war nicht angenehm. Und schau, kuschelt noch schön. So, hier ist noch eine Piss and Gas. Ja, ne? Ich sag's nochmal, wem ist das nicht schon mal passiert? Ne? Du wolltest einfach pinkeln und dir ist dann voll der Wind entfahren. Das ist meine Art von Humor. So. Scrapping Dings. Ja. Und noch mehr Dings. Also, was haben wir hier? Aspergehunter. Das ist geil. Blutungsschaden. Speere haben eine Chance von 25% Blutungsschaden zu verursachen. Ich lese viel zu oft diese Sachen nicht und dann höre ich dieses Pling, ne, diesen Knall und denke so, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Was habe ich jetzt für einen super Buff gekriegt? Das ist geil, die Holzsplitter-Mod. Was mich gerade daran erinnert, dass wir im Gegensatz zu meinen eigenen kleinen Versuchen, wo ich eigentlich immer massig Holz und massig Steine habe, habe ich hier jetzt einen gewissen Mangel daran. Hänge ich jetzt hier fest? Ja, das war mal komisch. Und zwar nicht auf eine Hahaha-Art, sondern eher auf eine Hohoho-Art. Kann man das Dixie eigentlich abbauen? Jo, haha. Sechsmal. Sechs. Sechs. Was an sechs so lustig ist? Ja. Denk mal drüber nach, ne? Sechs haben oder nicht haben, ne? Finde ich, ob man sechs hat oder nicht sechs hat, entscheidet über ein glückliches Leben oder ein Dasein mit Frust und Leid. Also hab immer schön sechs. Natürlich nur als Zahl. Und wirklich beim sechs auch acht haben, weil sonst passieren Dinge nach 9 Monaten oder man hat auf einmal eine komische Krankheit. Das kann alles mal passieren. So. Stop, wipe that smirk halt die Fresse. Off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it? Mollys hier, Molotow-Cocktails sind geil, aber ich nehme trotzdem das Fertigungsfertigkeitszeitschriftenpaket alleine, um diese Formulierung zu feiern. Ich habe keinen Platz mehr für das Zeug. Weißt du, Papier wird überbewertet. Na? Papier ist geduldig. Mein Freund. Kacke. So, abholen. 319. Beseitige Zombies. 294. Ich mag dich auch nicht. So. Halt mal. Unless you're paying, you're leaving. Hast du diese Sprüche eigentlich irgendwo gelesen oder was? Thanks, buddy. Aber ich gucke nur mal, ob Zombie? Decide already. Ich habe mich schon entschieden. Ich will dich erschießen. Du Drecksack.
Ich darf das. Ich darf NPCs einfach beleidigen. Und den kann man gar nicht beleidigen. Der ist schon eine Beleidigung für sich selbst. Guck ihn dir doch mal an. Und wenn der jetzt sagt selber, dann kriegt er gleich erstmal die Schaufel rektal. So, Werkstatt, Buch, Arbeitsstation, Schmiede, fertig, freigeschaltet. Das ist geil. So früh hatte ich das nie. Okay. Du schon? Das ist gut für dich. So, dreimal Home. Habe ich das die ganze Zeit mit mir rumgetragen? Sag nicht, dass ich das die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe. Gekochtes Fleisch und Joghurtsaft freigeschaltet. Gekochtes Fleisch ist mir zu teuer. Weil da musst du 5 Fleisch und ein Wasser investieren. Kann man vielleicht später machen, wenn man von allem zu viel hat.